Vielen Dank für die Vorstellung, Ulrich. Ich möchte gleich mit zwei Folien an deine Einleitung anknüpfen. Der Journal Impact Factor ist ja von Ulrich auch vorgestellt worden, galt bisher ja immer als Zeichen für die Qualität einer Zeitschrift und für der Artikel, die dort veröffentlicht wurden. Da hat sich einiges geändert. Alternative Verfahren sind gefragt. Ich mache mal ein Beispiel, was man auch so vorschlagen könnte. Fand ich ganz lustig. Wir können dann einen Average Impact Factor aus den Likes und Dislikes ermitteln. Könnte ich mal hier einbringen. ORS Statistics geht, wie gesagt, einen anderen Weg. Wir gehen den Weg über Nutzungsstatistiken. Wollen das international vergleichbar machen. Und eines der Hauptziele von Open Access Statistik ist dann auch die dauerhafte Einrichtung, also ein Angebot einer dauerhaften Infrastruktur, für das wir als Verbundzentrale sozusagen jetzt eintreten. Zu Open Access Statistik wurde viel gesagt in den letzten Jahren. Ich wiederhole deshalb nur einen kleinen Teil. Das Projekt gibt es seit 2008, in der ersten Förderphase von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Dann gab es eine zweite Förderphase, in der die Verbundzentrale des GWV zum ersten Mal Projektpartner wurde. Und das Ziel auch der zweiten Förderphase war die Etablierung einer dauerhaften Infrastruktur. Seit 2013, seit Mai 2013, entwickeln wir dies von der Verbundzentrale weiter und gliedern das in unser Angebot hinein. Ich stelle mal kurz die Verbundzentrale vor. Wir sind die Zentrale des gemeinsamen Bibliotheksverbundes mit Sitz in Göttingen und sind ein Zusammenschluss von über 450 wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken. Und unsere Aufgabe ist natürlich auch die Weiterentwicklung der Bibliotheks- und Informationsdienstleistung und die Vermittlung einheitlicher Standards. Wir sind deshalb Hosting-Partner für zahlreiche nationale und internationale Projekte und haben zahlreiche Angebote für unsere Bibliotheken und unsere Teilnehmer. Da gehören zum Beispiel Repository-Services zu. Auf der Basis von MyCore, da können Sie also das alles außer Hand geben und bei uns einrichten lassen. Open Access Statistik, hier unsere Einstiegswebseite, da können Sie sich informieren, ist jetzt als neuer Service im Angebot von uns und Sie können dann sich dort informieren, wie man dort weiter die Angebote nutzen kann. Wir haben die Software weiterentwickelt. Ca. 50% des Quellcodes haben wir neu geschrieben. Wir haben zwei Programmierer, das ist in PHP geschrieben. Wir haben den Quellcode nahezu, also in der Zeit verdoppelt. Wir bieten auch die technische Infrastruktur aufgrund leistungsfähiger Hardware in virtualisierter Umgebung. Backup und alles Mögliche, was alles dazu gehört, inklusive Anbindung an das Wissenschaftsnetz mit 100 Gigabit pro Sekunde und anschließend den Support. Wir haben jetzt neu, dass wir die Nutzungsdaten auch über Grafiken zurückführen können. Es werden JSON-Ausgaben erzeugt, die dann Teilnehmer sozusagen dann vor Ort in eine Grafik umwandeln kann. Dazu wird in der Regel jQuery benutzt und das kann man einfach einbinden und man hat dann auch die Grafik, die dann sozusagen bei uns auf den Servern berechnet wird. Damit entfällt der Aufwand. Wer das nicht möchte, wie die Heidelberger zum Beispiel, die holen sich die Daten ab und binden die in ihre Statistiken auf ihre Art und Weise ein, haben aber dann dementsprechend auch den Hinweis, nach welchen Standards dort alles berechnet wird, angegeben. Ähnliche Projekte gibt es in der UK, wer das noch nicht weiß, es gibt die IROS UK, die internationalen Repositories werden dort
ebenfalls mit einem nationalen Aggregationsservice aufgelistet. Da gibt es also ebenfalls die Möglichkeit, nach Counter dann seine Statistiken zu führen. Wie ist der Status quo in Deutschland? Ich habe nämlich mal angeschaut, die Liste der identifizierten Repositorien durchgegangen und dann festgestellt, die meisten bieten überhaupt gar keine Statistik an. Das sind auch meistens so DSpace-Instanzen, ich weiß nicht, woran das liegt. Die andere Hälfte benutzt kostenlose Tools zur Webanalytik. Da sind dann halt Vivek und Avi Stats gemeint. Es herrscht so ziemliche Vielfalt. Das sieht dann auch ganz lustig aus. Ich habe mal einige Beispiele jetzt herausgegriffen, ohne jetzt da irgendwie Anspruch auf Vollständigkeit oder so zu heben. Aber ich fand, besondere Sachen sind mir schon aufgefallen, wenn ich mir jetzt zum Beispiel diese Darstellung anschaue. Da wird eine Dissertation heruntergeladen und man bekommt tatsächlich dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Angaben zu den Zugriffen. Das fand ich ganz interessant, bemerkenswert, so ausführlich hätte ich das jetzt nicht erwartet. Es sagt mir irgendwie auch nicht viel, wenn ich mehr da so drauf gucke, aber es sieht ganz imposant aus. Göttingen benutzt offenbar die AW Stats und dort gibt es ja so diese schöne Möglichkeit, alles Mögliche auflisten zu lassen. Sie können sich dann die Zugriffe nach Ländern anzeigen und nach Städten und beliebig sozusagen nach Browserart und so weiter und so weiter. Und das Ganze ist natürlich hier auch noch nicht zugänglich, dann müssen Sie sich erst einloggen. Aber wenn ich so das hier hervorhebe, dann mache ich mir schon ein bisschen Gedanken, was mir denn das sagen soll. 21 Besucher aus Beverly Hills zum Beispiel erfahre ich dann, die sich dann für die mittelalterlichen Eliten interessiert haben. Wie viele Downloads waren das? 30 im März, 27 im April. Was soll mir das jetzt als Nutzer sagen? Also, bis auf, dass es natürlich imposant aussieht, dass sich auch jemand in Beverly Hills für dieses Dokument vielleicht interessiert, obwohl er auch nicht ganz sicher ist, ob das nun ein Roboterzugriff ist, ob man ihn da wirklich rausgefiltert hat. Was immer das sagen soll jetzt. Andere Statistiken, wie Liverpool zum Beispiel, ganz typisch, haben da sehr viele Balken und Zahlen dran, aber überhaupt gar keine Angaben darüber, wie sie diese Statistik ermittelt haben und auf was sich diese Statistik bezieht. Da müssen sie erst suchen. Also, es sieht aber jedenfalls geschäftlich aus. Also, da sind dann doch 400 Downloads oder da sind 200 im Schnitt. Sagt mir aber irgendwie nicht viel. Jesus ist auch so ein Beispiel. Dort werden Angaben gemacht wie Total Views und Downloads, also um die 300. Total, ja, was heißt das jetzt total? Nicht? Also heißt das jetzt auf das Jahr bezogen oder auf bezogen darauf, ab wann dieses Dokument im Repository vorhanden ist, ab wann da gezählt wird? Ich weiß es nicht, aber die Zahlen werden angegeben. Also, der Nutzen ist etwas mangelhaft. Viele binden die AW-Stats-Statistik gleich komplett ein. Das mag ja auch für die Bibliothek-Statistik ganz interessant sein, aber wie gesagt, sie bekommen keine standardisierten Nutzungsstatistiken auf diese Art und Weise. Der Ulmer Volltext-Server, verwirrt er auch, also mit den ganzen Angaben, wer weiß schon, was der Unterschied zwischen Page Views und Sessions ist und wie viele Besucher und Files da heruntergeladen wird. Das kann man sich natürlich akribisch anzeigen lassen, aber die Aussage ist auch begrenzt für mich.
Ja, der Status quo sieht so aus, dass die Zugriffsdaten auf unterschiedlichste Weise ermittelt werden. Sie werden irgendwie berechnet nach irgendwelchen mir unbekannten Verfahren. Ob dann nun Robots herausgemittelt werden und was da sonst noch irgendwie herausgestrichen wird, da finde ich keine Angaben drüber. Das Stichwort Robots ist ja auch ein Thema, da kann man eine Weile drüber diskutieren. Counter.org hat jetzt eine Mindestrobotsliste auch mit in den Standard aufgenommen, nach der sich dann halt alle richten sollen, wenn sie counterkompatibel sein möchten. Andere schreiben einfach rein, dass automatische Downloads nicht erlaubt sind. Das fand ich ganz interessant. Man schreibt das einfach hinein und hofft dann, dass dann nichts weiter passiert. Oder wie soll ich mir das vorstellen? Acorn Store sagt, sie bieten Counter-Statistik an. Das ist oben angegeben, dass sie nach Counter-Regeln dort arbeiten, haben aber gleichzeitig sehr viele Ausnahmen. Da wird also auch wirklich noch mit der Hand selektiert. Da werden Ausreißer, die wenig plausibel sind, dann herausgenommen. Das ist sehr viel Handarbeit offenbar. Da muss man wirklich fragen, was heißt jetzt Counter-kompatibel? Counter selbst sagt, dass nur wer Counter-Mitglied ist und ein entsprechendes Audit dort durchlaufen hat, sich darauf berufen kann, Counter-kompatibel zu sein. Also es reicht nicht, die entsprechenden Standards wie Doppelklick spannen und so weiter, die ja recht einfach dann zu implementieren sind, einfach zu nehmen und sich dann die Mitgliedsgebühren zu sparen. Also Counter möchte selber jetzt einmal jährlich einen Auditprozess durchlaufen mit den entsprechenden Mitgliedern und das heißt, dass man einmal im Jahr im Prinzip die Kompatibilität überprüfen möchte. Fassen wir das zusammen. Die meisten haben bisher keine oder zumindest keine offen zugängliche Statistik. Viele machen Statistik mit Webanalyse-Tools wie AWStats und Piwik. Da gibt es einige, die Statistik nach Counter-Standard anbieten, wohl ohne jetzt Mitglied zu sein. Und der beste Weg, den ich empfehlen würde, ist die Datenlieferung an einen Service-Provider wie bei Open Access Statistik. Die Verbundzentrale ist jetzt Counter-Mitglied geworden und dementsprechend würde der entsprechende Mitgliedsaufwand für das einzelne Repositorium entfallen, weil wir dort insgesamt als Verbundzentrale dort registriert sind. Insgesamt funktioniert das einfach sehr einheitlich. Die Logzeilen werden dann ausgewertet an den Service Provider, das ist die große Wolke, geschickt. Wir verarbeiten das nach einheitlichen Standards, haben eine einheitliche Robotliste, die auch veröffentlicht ist. Das heißt, jeder kann nachschauen, welche Robots da drin sind und dementsprechend ist das also auch sehr durchsichtig. Und wir liefern die ausgewerteten Nutzungsdaten dementsprechend über die verschiedenen Schnittstellen, die ich ja gerade vorgestellt hatte, zurück. Die können dort auch in Statistiken und in Grafiken aufgearbeitet werden. Das hat also alles ein sehr einheitliches Aussehen. Ängste sind mir immer aufgefallen bei der Diskussion mit Repositorienbetreibern. Die Ängste waren, wenn sie tatsächlich nach Counter-Standard berechnen, dass sie die Nutzungszahlen natürlich, dass die in den Keller gehen würden. Bei Counter werden die Doppelklicks ja zum Beispiel rausgerechnet. Das heißt also zum Beispiel der Klick innerhalb der 30-Sekunden-Spanne auf ein Dokument wie PDF
wird dort als nur ein Klick gezählt, egal wie oft Sie darauf klicken. Es gibt verschiedene HTTP-Status, die nicht berücksichtigt werden. Und das führt natürlich dann dazu, wenn man jetzt das mit Web-Analyse-Tools vergleicht, dass die Nutzungszahlen etwas geringer ausfallen. Und das scheint mir so einer der Gründe zu sein. Wir können darüber hinterher noch diskutieren. Ich habe so den Verdacht, man möchte sich doch als Dornbetreiber mit sehr, sehr hohen Nutzungszahlen schmücken. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum solche Tools dann auch so beliebt sind. Wir haben die Statistikdaten bei uns in der Verbundzentrale mal durchgerechnet. In den Table of Contents haben wir mal geschaut, wie hoch die Zugriffe bei uns sind. Das waren 75 GB Logfiles mit 300 Millionen Logzeilen. Es ging um die Frage, wir hatten sehr viele lizenzpflichtige Angebote und wollten dann die echten Klicks mal dort rausrechnen, wie hoch denn die Nutzungsdaten ist. Und dann kommen natürlich dann solche Bilder zustande. Da habe ich mal dargestellt, wir haben hier vorne die Downloads nach Counter, die also nach der Open Access Statistik dann herauskommen. Wir sehen dann daneben die ermittelten Robots und wenn man das alles zusammenzählt, hat man dann hier die entsprechende Summe. Verglichen mit Web-Statistik, die wir vorher betrieben haben, sieht das fast genauso groß aus. Hier kann man also sehen, dass ein Großteil der Robotzugriffe dann für ein hohes Nutzungsvolumen sorgen. Und die Nutzungszahlen in der Tat hinterher doch etwas geringer ausfallen. Man sieht auch ganz gut, wie sich das dann verschiebt. Der grüne Balken zum Beispiel ist nach Counter sehr viel geringer in der Größe, als es sich anschaut, wenn man jetzt nur die Web-Statistik nimmt. Der ist schon deutlich größer halt an der Stelle. Also da verschieben sich auch die Verhältnisse. Das heißt, Sie bekommen mit der Web-Statistik natürlich auch keine klaren Aussagen. Ja, ich kann nur sagen, informieren Sie sich, machen Sie mit. Sie bekommen echte standardisierte Nutzungsdaten, echte Klicks und mit der Teilnahme fördern Sie die Akzeptanz von Open Access. Es gibt noch andere Vorteile. Es gibt eine gewisse Wettbewerbsgleichheit. Wir haben dann damit die Möglichkeit, dass sich verschiedene Repositorien ernsthaft besser vergleichen können. Es sollen auch Rankings stattfinden und da sollte man natürlich mal die Basis kennen. Was ganz wichtig ist für viele Bibliotheken ist auch, hatte ich gerade vorgestellt, die Verwendung der Nutzungsdaten für Lizenzentscheidungen. Das ist jetzt nicht ganz Open Access Statistik, aber das ist ein wichtiger Bereich für Bibliotheken und Repositorienbetreiber, die fordern in zunehmendem Maße ja auch standardisierte Nutzungsdaten nach Counter und die liefern wir auch auf diesem Weg. Ja, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wenn noch Fragen sind, antworte ich die gerne.